Fahrstuhl. Alles einsteigen oder ich lasse euch hier. Was tut ihr da? Okay, da geht's weiter. Ta-ta-ta-ta, eine Erkennungsmarke. T. Ashley. CPL, Captain Leutnant. Okay, da schießen wieder ein paar. Bewegt euren Arsch, damit wir evakuieren können. Negativ, Action. Die Türen zum Frachtraum lassen sich nicht öffnen. Ich glaube, das Schiff bricht zusammen. Die Türen lassen sich überbrücken. Winter, aktivieren Sie alle Notauslöser an der Frachttür. Dieser Granatenschuss macht doch null Damage irgendwie. Außer er trifft direkt. Oh, das war nicht gut. Scheiße. Nein, ich hätte wahrscheinlich einfach nur ins Schiff gemusst. Ja doch, macht weiter. Der Prescher. Immer auf seinen Kopf. Das ist bestimmt dieses große Alien. So, habe ich das jetzt, was hier hinten lag, noch? So ziemlich. Was war denn jetzt? Von oben? Naja, wenigstens ist diesmal der Checkpoint direkt vor der Tür. Nicht wie beim letzten Mal, wo ich nochmal 20 Minuten rumlaufen durfte. Auf ein neues. Diesmal bleibe ich hinten. Das ist so ein großer wieder. Das war so ein großer. So, Frachttüren öffnen, denke ich mal. Davor den Notauslöser. Ja, das würde ich niemals machen. Rückwärts laufen. Ey, immer die Norden. Sieht fast genauso aus wie der Frachtraum vorhin. Was er wahrscheinlich auch ist, weil das Bellas Schiff ist. Gehen Sie zum Kran. Welcher Kran? Oh,
das war knapp, denke ich mal. Oh oh. Was bringt das gerade? Ah, das Ding fliegt jetzt rüber und dann kann ich durchrennen wahrscheinlich. So, ich bin voll. Überhaupt nichts zu finden. Eigentlich muss man sich hier stupide an die E-Hop-Quest halten. Den zweiten Notauslöser aktivieren. Ich habe alle Auslöser aktiviert. Und jetzt runter zurück an Bord des Schiffes. Sie springt runter und ich darf das nicht? Geschafft, einfach reinrennen. 20 Gamer Score, kein gutes Gefühl. Schließen Sie Fall des Sulaco ab. Oh oh. Heilige Scheiße! Bringen wir uns hier raus! Hätten alle mal die Klappe! Oh ne, jetzt sag nicht, sie muss notlanden. Auf dem Planeten. Nein, alles nur nicht auf dem Planeten. Hier ist Raider 6-5. Triebwerk 2 ist ausgefallen. Ich sende Mayday. Raider 6-5 stürzt ab. Wiederhole, Raider 6-5 stürzt ab. Wieder zwei Drittel geschafft. Armored Maschinenpistole. Müssen wir gleich mal gucken. Wobei die andere Pistole, naja, eigentlich kann es nicht schlechter werden. Dass das der Alien-Planet ist? Was zur Hölle ist hier los? Als sie den Xenomorph im Gesicht hatten. Ich hab doch gesagt, der war tot. Mit mir ist alles in Ordnung. Sah er knochig aus und weiß? Fast wie eine Spinne mit Schwanz? Ja, mein Hals tat etwas weh, aber ich bin okay. Bella, Sie werden sterben. Woher wollen Sie das wissen? Was ist mit Keith passiert? Wie lange? Stunden, vielleicht einen Tag. Ich muss mich übergeben. Los, weiter. Wie jetzt? In der Nähe gibt es eine Kolonie. Hadley's Hope, oder was davon übrig ist. Unsere Funkverbindung nach da unten funktioniert nicht. Wir müssen alle, die von Yasulaco übrig sind, dorthin bringen. Was ist da geschehen, Sir? Der atmosphärische Prozessor ist anscheinend mit der Wucht einer 40-Megatonnen-Bombe geflogen. Das klingt nicht gerade erfreulich. Das ist alles, was wir haben. Also weiter. Sir, wollen Sie uns verraten, was da mit Wei Yu passiert ist? Ich denke, es ist klar, dass die Marines mit Valent Yutani im Krieg befinden. Können wir hier das Ding nicht einfach aus dem Bauch rausschneiden? Lieber verwundet als sterben. Oh, ich habe Regen auf dem Visier, das wäre witzig. Halt, ich wollte ja gucken, was jetzt neu ist. Pulsgewehr.
Der Schalldämpfer. Dafür geht Feuerkraft runter. Nee, danke. Sturmgewehr. Flammenwerfererweiterung. Splitterladung. Das klingt cooler. So, und die Maschinenpistole ist neu. Da rechts haben wir so 3 Feuerkraft, 3 Präzision und keine Ahnung, 8 Schussrate. 48, 1,75. Die ist präziser, aber weniger Feuerkraft und eine langsame Schusskraft. Halbautomatisch nur. Nachladezeit ist schneller und die Magazingröße. Also würde ich sagen, probiere ich doch mal die andere Pistole aus. Also Y, Seitenwaffe. Mhm. Zählt nicht. Als Pistole. Ist das als Sekundärwaffe nur nehmen? Tatsache, ist ja doof. Ich habe ein Sturmgewehr ausgerüstet. Sieht ja schon besser aus. So Männer, wo geht's lang? Ich nehme mal an hier. Flüssige Magma. Was ist hier los? Ist hier ein Vulkan da hinten? Was gibt's hier eigentlich? Eine legendäre Waffe, Gormans Pistole, ein Audiolog und 4 Erkennungsmarken. Da liegt einer. Mit einer Leuchtkugel. Oh, den Buggy hätte ich gern genommen. Was anderes. Sir, was wissen Sie über die Marines, die vor 17 Wochen hergeschickt wurden? Dasselbe wie Sie. 2 Truppen mit einer wählenden Titani-Begleitung und einer Zivilistin. Die Zivilistin, ein Warrant Officer namens Ripley, Corporal Hicks und ein kleines Mädchen waren die einzigen. Warum kommt ein kleines Mädchen auf diese Mission? Sie waren im Kryoschlaf, als sie auf Fury 161 gelandet sind. Heißt das, Wayland ist an Bord des Schiffes gegangen und hat es sie hergebracht? Warum? Das macht doch keinen Sinn. Nein, macht es nicht. Augen auf, Ray. Was haben wir hier denn? Hedley Hope. Gehört ja, gesehen nein. Ich will nicht bleiben und rausfinden, was das war. Es sieht vielleicht nicht nach viel aus, aber Hedley Hope ist unsere beste Chance. Dort können wir eine Operationszentrale aufbauen. Also gut, dann zur Operationszentrale und absichern. Wir müssen über 100 Leute zusammentrommeln. Wo sollen die alle herkommen? Taschenlampe kommt schon mal gut. Ein Dreirad. Ach nee, doch. Da war das Audiolog. Ich weiß, ich wollte dich nicht mehr um Geld bitten, aber ich... Wir müssen nach Hause. Und die Firma zahlt nicht für ein Shuttle. Es geht um Russ. Wir haben dieses Ding gefunden. Ich dachte, es hätte ihn getötet, aber dann ist es gestorben. Einfach gestorben. Er sagt, es geht ihm gut, aber ich habe ein komisches Gefühl und... Mama, bist du okay? Dad wartet in der Cafeteria. Okay, Newt, einen Moment, Schätzchen. Ich rufe wieder an, Mom. Die arme Kleine. Mein Radar empfängt was.
mehrere Signale. Wo kommt er denn her? Ich hätte lieber einen Fehlalarm. Das heißt weniger Aliens. Na gut. Aber nur weil du es bist, weil du mich so lieb gefragt hast. Oh, ne, Erkennungsmarker. Tja, das ist scheinbar die Operationsbasis. Recht klein. Was soll ich machen? Nehmen Sie Befehle von Cruise entgegen. Also gut, bewegt euch hierher. Bishop und ich werden hier alle Systeme diagnostizieren, die starten. Bella und Raid gehen zum Funkturm und stellen eine Verbindung zu unseren Jungs da draußen her. Holt alle hierher. Sir, ich würde Sie gern begleiten. Ich könnte Sie beschützen. Sparen Sie sich das. Tö. Erledigt, Sir. Bewegungssensoren. Jawohl, Babyface. Bringen wir die Sensoren. Ich will wieder zurück. Ich weiß. Hiermit schützen wir uns alle, nicht nur Bella. Toll, die Frauen, die dünnen, die gehen da durch. So, eine platziert von fünf. Bishop, hier ist 3-3. Der erste Bewegungssensor ist angebracht. Verstanden, Winter. Bleiben noch vier weitere. Oh, und hier ist die zweite Erkennungsmarke. Trevor Wirtschewik. Wirtschowski. Naja, nimmt sich nicht viel. Ist doch klar, die haben die erforscht. Okay, der zweite Sensor ist jetzt aktiviert. Verstanden, 3-3. Wir wollten sie bestimmt als biologische Waffe benutzen. Wie es immer so ist. Tja. Drei haben wir. Bishop, die Verbindung zu Sensor 3 sollte stehen. Over. Verstanden, Winter. Klares Signal auf Sensor 3. Soweit, so gut. Doch, das wird sich schnell ändern. Hey. Okay, Bishop. Sensor 4 müsste funktionstüchtig sein. Verstanden, Winter. Also die Reihenfolge scheint egal, in der wir die einstecken. Schade. Und die letzte.